Und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich heiße Steffi Waldner-Scharfen und bin Stampin' Up! Demonstratorin. Das heißt, alle Bastelsachen, die ihr im Video seht, könnt ihr über mich und bei mir bestellen. So, wenn ihr den Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, wenn nicht unbedingt abonnieren, basteln wir im Moment viele Mini-Verpackungen. Und das kommt auch sehr gut an und es wird sich immer mehr gewünscht. Deswegen habe ich mir heute eine Mini-Matchbox für diese drei Kaubonbons ausgemessen. Als Grundbox werden wir mit Grundweiß arbeiten und passend dazu ist in dem riesigen neuen Papierpaket 48 Seiten für 37 Euro eine Seite mit Zitronen drin. Im Mai habe ich ja die Aktion, jeder, der in meinem Online-Shop bestellt und diesen Code angibt, bekommt von mir 12 Seiten, 6 mal 12 Inch, einfach ekletisch zugeschickt. So habt ihr auch was vor dem Papier, ohne dass ihr so viel Geld in die Hand nehmen müsst für das Designerpapier. Und ihr könnt euch einfach mal, bevor ihr es euch bestellt, gucken, ob ihr damit arbeitet, wie es sich so kombinieren lässt. Oder eben mit der kleinen Auswahl kommt man da auch schon weit. Das sind nämlich die ganzen Muster von dem schönen ekletischen. So, jetzt drehe ich das mal um hier einigermaßen gekonnt, hoffe ich. Schupp, das sind die Rückseiten. Das Einzige, was ich jetzt hier nicht sehe, sind unsere Zitronen. Wo sind die nur? Haben sich irgendwo versteckt. Hier seht ihr schon Gänseblümchen, kleine Schwänchen, Herzchen im Pfauengrün. Ist ja lustig. Aber die Zitronen, diese Seite gibt es auf jeden Fall auch. Ah, jetzt weiß ich, welche es ist. Die hier. Und mit der gestalten wir jetzt die kleine Box. Genau, also wenn ihr noch keine Demo habt und gerne hier bestellen wollt, nutzt diesen Shopping-Code und ihr bekommt am Ende des Monats von mir das Designerpapier zugeschickt. Jetzt geht's los. Wir brauchen erstmal eine Grundbox. Genau, Grundbox, Grundweiß in der Größe 10,4 x 12,4. Ich gehe jetzt hier mal. Machen wir mal eine Grundkarte weg. So, das ist für später. Also, drehen, 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 damit ihr gut seht. Also. 10,4 mal 12,4. Perfekt. Wer möchte, kann natürlich auch extra starken Farbkarton nehmen, aber die Box ist doppelwandig. Ich denke, das brauchen wir nicht. So, jetzt rundherum falzen bei 1,5. Muss immer gut gucken, dass man nicht verrutscht. Und bei 3,2. Nochmal kurzer Check. Ja, let me double check this. Und da seht ihr schon, das wird echt eine sehr süße Kleinigkeit. Aber ich habe eben jetzt hier die Rückmeldung von mehreren. Wow, Mini-Goodies, brauche ich mehr, tolle Anleitung. Genau, und wenn euch die Box wieder gefällt und nach eurem Geschmack ist, freue ich mich natürlich auch über einen Kommentar. Oder wenn ihr sagt, boah, jetzt mal wieder mehr Funfold oder einfach mal eine Karte, ist natürlich genauso gut. So, jetzt haben wir hier, man sieht es ganz gut in der Kamera, so eine Gittermuster. Legen wir mal zur Seite und machen noch die Außenseite. Das ist jetzt unsere Banderole für die Matchbox und da brauchen wir 13 cm. 13 ist quasi die Länge der Banderole und die Breite ist 6,2.
Also wer damit Goodies macht, kriegt auch aus einem 6x6 Papier zwei Stück raus. So, jetzt falzen wir und alle wissen, vorsichtig falzen bei der kleinen, bei den Designerpapieren, weil die sind ein bisschen dünn. Also 1,8 und zwar genau am Anfang und am Ende wirklich mit dem Druck nachlassen, damit euch das Papier nicht reißt. 1,8 auf 6, 7,8 und 12. Auch eine wunderschöne Rückseite. Kann man sich so gut vorstellen, hier auch so eine Blümchenbox zu machen, ne? Aber jetzt haben wir hier Zitronengoodies, bleiben wir bei Zitrone. Bin ich mal gespannt, ob ich die da alle reinkriege. Ich dachte, schauen wir mal. Sonst gibt es halt nur zwei Goodies. Eins esse ich schnell. So, ihr schnappt euch eure Raster-Gitter-Sache. Und schneidet. Da haben wir hier so ein Quadrat, das viermal unterteilt ist. Und da am Rand schneidet ihr einen Keil. In der Mitte auch einen Keil. Da kürzen wir. Also wir brauchen quasi bei dem mittleren Steg eine Klebelasche. So. Wir schneiden das Viereck hier so aus, dass das, also in dem Fall rechts, das innere obere eine Klebelasche wird. Ich hoffe, ihr seht es gut. Genau, also das innere obere wird eine Klebelasche. Die kann man auch ein bisschen kürzen. Und hier, schnapp, wird weggeschnitten. So, jetzt hier. Das innere obere wird eine Klebelasche. Deswegen schneiden wir es keilförmig zu. Und Stück. Und hier auch das innerste obere wird eine Klebelasche. Natürlich brauchen wir das viermal, damit wir vier Ecken zum Kleben haben. So, und schnapp. Perfekt. Holen wir schon das Falzbein und ich wollte gerne hier noch einen Ziehnupsi haben. Also da braucht ihr wirklich nicht viel. Deswegen schneiden wir hier noch einen kleinen Schnitt. Das machen wir jetzt mit Augenmaß. Die Schneideklinge in die Mitte. Und einfach so einen kleinen Schnitt rein, dass ihr das Band durchfädeln könnt. Das ist jetzt hier Limone. Ich schau mal. Ich glaube, Limette passt gar nicht so gut, wie ich dachte. Ich gehe mal ganz schnell gucken, ob ich noch ein anderes Band habe. Moment. Habe ich tatsächlich noch eins gefunden in Osterglocke. Gott sei Dank. Ja, seht ihr, es ist schon farbharmonischer. Ich dachte erst, dass es vielleicht gerade gut ist, aber genau. Also der Schlitz ist am inneren, an einer inneren kürzeren Seite und das Band ist jetzt dafür, dass man die Box später ein bisschen rausziehen kann. Das heißt, wir brauchen wirklich nur so einen kleinen hier, so einen kleinen Vorstand. So, ne? Ich fixiere das mal mit Abreißklebeband. Und schneide mir das so ab, dass ich es dann später auch falzen kann, ohne dass es hier im Weg rumgeht, ne? Okay, also jetzt haben wir ja hier Grundweiß. Das heißt, wir falzen mit Schmackes unsere Kanten und Klebeläschchen. Nachdem das doppelwandig ist, haben wir auch echt eine Kante mehr, ne? Eins, zwei,
4. Okay, und jetzt sieht man schon, diese Klebelaschen befestigen wir am Inneren und dann wird erst die Doppelwand reingeklebt, so dass man auch die Klebelaschen nicht mehr sieht. Das finde ich immer unheimlich schick, weil es dann innen auch so glatt und sauber ist. Und ist natürlich ein bisschen stabiler, ne? Als wenn wir nur einfache Wände haben. Also 1, 2, 1, 2, 3. Bisschen festhalten. Und hier auch noch. Und ihr habt gesehen, mit einer schnellen, flinken Handbewegung habe ich hier auch das doppelseitige Klebeband abgezogen. Da machen wir jetzt trotzdem noch ein bisschen Tumbo, weil das war ja wirklich nur ein kleiner Streifen. Und ihr müsst mal gucken, wenn es ein bisschen blockiert hier und sich nicht ganz reinfalzen lässt, dann schneidet ihr einfach die Kanten noch einen Hauch ab, einen Millimeter, damit sich es hier gut in die Box reinfügt. So. Und dann einfach Tombo. Man muss immer noch ein Häuchlein wegschneiden, aber es ist nicht mal ein Millimeter. Es ist wirklich nur so eine kleine Papierlocke, damit das hier sich schön reinfalzt. Und da ist es wirklich toll, wenn man wenn man einen Papierfalter hat, weil das macht so schön platt und das verbindet sich dann so gut. Ich liebe das. Es wird dann richtig zu einer dicken Schicht. So, da hat es jetzt mal ein bisschen besser gepasst. Schauen wir mal, ob sich's. Ja, da müssen wir hier noch. Naja, wahrscheinlich muss man immer innerhalb der Falzlinien hier schneiden, dann geht es auch. Also hier nochmal ein Löckchen weg. Perfekt. So. Jetzt schauen wir mal, wie viel reinpassen. 2 oder 3 Kaubonbons. 1, 2, 3. Passt perfekt. Sehr gut. Ich finde, man sieht oft gar nicht, wie viel so eine kleine Box dann verträgt. So. Genau, ihr legt das jetzt so hin, dass eure Klebelasche dann unten ist. Hier. Kleben wir auch fest. Am besten die Box innen rein, damit ihr hier schön was zum Kleben habt. So, fertig ist sie, die wunderschöne Streichholzschachtel. Lustig, hat auch wirklich die Größe. Jetzt haben wir ja das tolle Zitronenset. Eine Portion Sommerfettig, das probieren wir jetzt mal aus. Eine Vitaminbombe. Das ist vielleicht ein bisschen höhnisch mit so komplett synthetischen. Müsste man wenigstens noch ein NIM2 reintun oder so, dass man sich selber vorgärkeln kann, dass da irgendwas Vitaminiges drin ist. Das ist hoppala, das waren meine Marker. Ups, jetzt Konzentration. Nichts mehr umwerfen. Die Box hat gut geklappt. Jupp. Genau, lässt sich auch gut hin und her falzen. Ich habe jetzt immer 2 mm zugegeben. Seht ihr, das ist ein bisschen luftig. Also ich finde,
Es passt gut, ist ja nicht so wie beim Deckel und das ist auch gut beladen hier. Aber wem das zu locker ist, der kann bei der Banderole falzen, 1 mm abziehen, dann ist es wahrscheinlich, oder 1,5 mm falzen, wer das kann. So, schneiden wir jetzt einfach ab. Man kann das mit der Schere machen. Aber ich finde, was ist denn jetzt hier los? Machen wir es hier runter. Eine Portion Sommer für dich. Und hier wären jetzt noch so Mini-Blüten. Die fände ich jetzt noch ganz hübsch. Stempeln wir mal auf einen Streifen. Ich habe mir inzwischen auch die Stanzformen gekauft, die hatte ich am Anfang nicht. Könnten wir die Blümchen theoretisch auch ausstanzen, aber ich glaube, wegen den kleinen Blümchen, die können wir auch schnell mit der Hand ausschneiden. Viele mögen nicht so gerne mit der Hand ausschneiden. Es ist natürlich schon immer ein bisschen hübscher, wenn man es stanzt. Ach, wir stanzen auch. Was wir haben, haben wir, ne? Und da gibt es jetzt Blütenmitten, wenn ich sie finde, hier. Oder für die Zitronenmitten. Da bin ich noch nicht so drüber gestolpert, aber das sind so kleine gepunktete Punkte, wenn ihr wisst, was ich meine. Und da kann man in die Blümchen rein eben noch so einen Blütenstempel mit stanzen. Und man könnte in der Mitte von der Zitrone, das sind ja auch oft Kerne, sowas könnte man auf jeden Fall auch stempeln. Ich glaube, das ist die Breite hier. Oh, da war jemand schief. So. Und dafür gibt es eigentlich ein extra großes, aber wir nehmen jetzt einfach hier noch von den kleinen. Stanzformen, meine Jungfräulichen. Schauen wir mal, wie da die Blumenstanzen drin liegen. Hier. Oh, es gibt sogar zweimal. Das ist eine schöne Idee. Wenn man viele, viele, viele Blümchen braucht. Und ich finde die so süß. Weiß natürlich wieder überhaupt nicht, was das alles sein könnte. Aber wunder, wunder hübsch sind sie. Und die kleinen Blümchen gehen natürlich auch durch die kleine Stanzmaschine. Noch mal ein bisschen Platz. Ups. Dann brauchen wir eine Grundplatte für die Stanzmaschine und zwei Acrylplatten. Ich rutsche. So, das Rähmchen wird draufgelegt. So, jetzt kann man sich entweder mit einem Washi-Tape oder einem Post-it behelfen. Sollte man auch, wenn man ein bisschen schusselig ist. Aber ich lege es mir meistens hin, ziehe es ein bisschen zurück, mache die oberste Platte ganz nach vorne rein und lasse sie dann vorsichtig drauf fallen und fixiere es so. Und schaff's dann in der Regel ohne Festkleben. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es geklappt hat. Es hat super geklappt. Wieder weg. So, das ist doch jetzt perfekt. Also hier unten. Ich überlege gerade, schneiden wir vielleicht noch ein bisschen zusammen hier den Streifen. Weil das ist doch eine kleine Box und das ist immer ein bisschen schlanker, wenn man die Buchstaben so mit einem Millimeter ausschneidet. Ich wackel immer so ein bisschen bei den Rundungen, oh, der Buchstaben hin und her. Da schaut es ein bisschen lebendiger aus. So. Und ihr werdet gleich sehen, davor war ja so ein Viertel der Box eingenommen. Und jetzt ist es nur noch halb so auftragend. So. Und da
Das Malheur wird jetzt ein Blütchen geklebt. Eine Portion Sommer für dich. Oh ja. Ja, so würde ich es festkleben. Man könnte das natürlich auch auf dem Schaumstoffklebepad kleben und dann drumherum schneiden. Dann hätte man so eine komplette Auflage. Schauen wir mal, wie wir das hier machen. Also hier unten kommt mal die große hin. Hier lang. Dann in der Mitte machen wir mal ein Dimensional. Und wir haben hier ja immer die schlanken Seiten. Schauen wir mal, ob wir da noch... Boah, die kleben so gut. Ob wir da sowas hinkleben können, ohne dass es gesehen wird. So, bisschen gepuzzelt, aber ich glaube, wir haben es. So, eine Portion Sommer für dich. Oh, also ich finde es sehr süß. Es macht auch total Spaß, so mini kleine Kleinigkeiten zu designen. Ihr seht das Papier, die Blütchen, ein Spruch und schwupps, es ist fertig. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir und ihr folgt mir. Da gebt mir einen Daumen hoch und einen netten Kommentar. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wenn ihr Bastelsachen braucht, dann könnt ihr die gerne über mich bestellen, entweder eine E-Mail schreiben oder direkt in den Shop und auch mal durchklicken. Bei Fragen bin ich natürlich jederzeit per E-Mail erreichbar. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Tschüss!